Hallöchen, willkommen zurück hier bei Raft, zusammen mit Matze auf dem Floß, wie immer. Hi. Hallihallo. Da vorne ist eine Insel und wir haben den Anker geschmissen, noch am Ende unserer letzten Aufnahmesession, geistesgegenwärtig. Ja, ich weiß nicht, wer von uns beiden das gemacht haben soll. Ich war geistesgegenwärtig, wie immer. Aha. Das merkst du nur nie. Weil wahrscheinlich ich nicht geistesgegenwärtig bin. Was war denn hier nochmal? Sound muted. Nein, das war Sound. Was war hier nochmal? Punkt. Genau. UI aus. War Punkt. So ist es. Ja, schöne Hütte, die wir hier haben, finde ich, oder? Also, ich neue Aufnahmesession, wie gesagt, wir müssen uns jetzt auch mal wieder zurechtfinden, was wir eigentlich machen wollten. Ja. Aber ich glaube, wir hatten noch so ein paar Sachen erforscht, die wir noch nicht gebaut haben und wir waren am Pinseln. Also, ich vielmehr war am Pinseln. Du warst am Pinseln, ja. Ja. Du hast wieder die ganz wichtigen Dinge getan. Immer. Ich habe zum Beispiel gerade Salzwasser getrunken. Das sind auch sehr wichtige Dinge. Wie machen wir denn unser Haus an? Haben wir nicht Wichtigeres zu tun? Lass mich kurz... Zum Beispiel diese Trophäe hier abhängen. Nein. Die sind, ist weiß gut? Nee, weiß ist blöd, oder? Kann auch ein Blau machen. Ist auch blöd, ne? Auch blöd. Hier ist doch schon alles blau, hier ist doch schon so viel Wasser und alles. Kann ich das, ich muss mal gucken, ob ich das Dach anmalen kann. Augenscheinlich nicht. So, außerdem hast du hier noch zwei rote Blanken vergessen hier. Was? Ja, ich hatte keine Farbe mehr. Warte mal, wo? Ja, dann mach doch mal neue Farbe, Junge. Ja, hatte ich ja schon, jetzt mittlerweile wieder. Wo, was, wie, bin, wer, was? Da guck doch mal. Wo stehst du denn? Dann kann ich auch gucken. Ja, nicht hier, du musst da gucken, wo ich nicht stehe. Da gucken. Boah, leck mich doch, da. Hi. Scheiße. Hi. Ja, hi. Ja, das war er. Er ist schon weg? Ja, ich will nur reparieren wenigstens noch. So. Junge. Wie, was, wo habe ich hier? Da habe ich noch nicht. Genau. So. Das ist die Farbe? Also, ja, das ist die Farbe. Ich werde mich jetzt erstmal ganz professionell um etwas kümmern. Das Nest. Oh. Brauchen noch weiße Farbe. Das Nest kommt weg. Und zwar kommt das oben aufs Dach vom Haus. Dank toller Kommentare und Tipps. Vielen Dank. Ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, von wem es war. Ich glaube... Hier oben wollte ich halt so ein bisschen Ausguck machen. Insofern werden wir hier oben auch ab und an sein, aber ich denke mal, dass wir die Möwe dann auch vertragen müssen. Dass wir die vertragen. Ja. Also wir brauchen wohl nichts weiter zu machen, als das Nest da zu haben. Und die kommen dann von alleine, lassen Federn und legen Eier. Aha. Ja. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob das klappt. Und hier baue ich eine Vogelscheuche für den Rest. Für die Beete. Ne? Ja, mach mal. Wenn ich die denn überhaupt finde. Lass uns mal jetzt das Segel so setzen, dass wir in Richtung Insel treiben und dann... Ja, mach das doch. So müsste das sein und dann hole ich den Anker mal wieder hoch. Wo ist die Vogelscheuche? Da. Was? Wie? Warum Vogelscheuche? Was? Unten für die anderen Beete. Ach so. Die hat nicht so eine hohe Reichweite, dass die immer noch dann irgendwie... Das werden wir sehen. Lass es uns probieren. Boah. Nochmal so, wir haben auch bisher ohne Möweneier überlebt. Aber es geht alles besser, Koja. So. Faszinierend. Kunststoff haben wir auch noch. Ja, perfekt. Eine Vogelscheuche. Ah, jetzt, ja. Eine Insel. Hast du noch ein Paddel? Ja, das ist auch sogar noch ganz tauglich. Dann paddeln Sie mal. Korrigieren Sie den Kurs, weil der Herr Koja wieder zu doof ist, in die richtige Richtung zu segeln. Geht nur irgendwie sehr, sehr schleppend voran, wenn überhaupt. Lass das mal den Matze machen. Lass das mal den Matze paddeln. Matze paddelt gut. Oh, da ist ja meine Flasche. So, hier. Pünktlich, die Flasche paddelt gerade.
pünktlich zu dem Seeabenteuer habe ich mir erstmal hier einen Rum gegönnt. Prost. Aha. Hoody ho. Quatsch, es ist eine Cola. Ich sauf doch nicht beim Spielen. So. Und eine Puddel voll Rum. Ist wenigstens zu. Warte mal, geht das nicht noch rein, der Schluck hier? Was ich ja meinen. Jo. Ach, gucke. Ah, oh, die ist aber hoch, die Insel. Ja. Dann kannst du deine Rampe gleich mal ein bisschen verlängern. Rampe, 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 Rampe. Oh, ich habe ja noch ganz viel Metall zum Schmelzen im Inventar. Bisschen nach rechts, bitte. Also scharf rechts, warte mal. Und vor allen Dingen jetzt mal ganz kurz. Ich brauche noch Holz. Wo ist Holz? Ah. Das Schaf rechts. Wo ist ein Schaf da rechts? Schafe auf der Insel? Oh, ja, ja, warte. Stopp. Oh, oh. Zurück, paddel mal zurück. Da muss ich ja in eine ganz andere Richtung. Ja, genau, das wäre ja sonst auch nicht zurück. Achso, nee, warte mal, ich kann das doch auch, wenn ich hier mitten auf dem Floß stehe, das geht doch auch. Halt, ja, genau, so, und jetzt wieder ein bisschen, warte, so, ja, jetzt wieder vor. Bin da. Dankeschön. Schmeiß den Anker. Ja. Soll ich dir was sagen? Das hat sich überhaupt nicht gelohnt, hier oben ist nicht mehr meine Basis. Oh, Mann. Dafür haben wir jetzt die größte Rampe aller Zeiten. Oh, und meine Achse ist auch gleich kaputt. So, ich will da jetzt auch hin. Rampe to heaven, oder wie war das? Ja, so ungefähr. Du schaffst das. War knapp. Toll, meine Axt ist in dem Moment im Arsch. Alter Vater. So, was machen wir denn eigentlich heute, wenn wir das hier alles abgeerntet haben? Ich würde gerne mal dieses Holadio. Boah, Fisch. Fisch ist tot. Holadio? Das Radio würde ich gerne mal bauen. Also den Sender. Das muss ja auch alles hier einen Sinn haben, gell? Das muss. Wie soll das Ganze hier ohne Musik gehen? Eben. Das, vor allem mit dir. Also du und ohne Musik, meine ich. Okay. War ganz knapp an der Beleidigung vorbei. Hier ist doch eine Basis. Da ist eine Basis? Ach so, warte. Klar. Ja, ich nehme da mal die Kiste. Matze? Ja. Matze? Ja. Bist du immer noch ganz oben? Oder eine Nein. Etage tiefer? Eine Etage tiefer? Ja. Ah, oh, okay, warte, ich komme gleich. Oh. Ah, nein, mein Inventar ist wieder voll. Wo bist denn du? Mit schrecklichen Dingen. Wo bist denn du? Anderthalb Etagen tiefer. Anderthalb? Upsala, ich verliere leider Dinge beim Hacken. Das heißt, ich muss dann doch mal... Hallo. Wo bist du? Da, hinter dir. Ah, hi. Ich kann es leider nicht sehen, wie es aussieht, aber... Warte mal, bleib mal so stehen. Mit der Melone in der Hand, der Rampe überm Kopf und dem Hai auf dem Derz. Ja, ne? Nee, bleib doch mal so stehen. Ja, ja. Das müssen wir aber eigentlich bei schönem Licht nochmal machen. Dann können wir ja mal kurz schlafen gehen. Dann haben wir endlich auch das getan, was die Community schon seit 1 Million das Folgen haben verlangt. Das haben wir letztes Mal gemacht. Haben wir schon? Wir haben schon miteinander. Wir haben. Okay. Bitte. Yeah, Giovanni Mo. Ja. Ja, komm, dann gehen wir mal poven. Warte oder mal. Hier im Fackellicht. Sieht das doch bestimmt auch toll Inventar aus. Ich muss mal Inventar entleeren. Ach, hast einfach keinen Blick fürs Schöne. Nee. Hier, komm, ich stell mich mal schön ins Fackellicht. Hat keinen Blick fürs Schöne. Weißt du, was voll nervt? Zieh das Ding auch wieder aus. Man hat die ganze Zeit Zähne oben und unten. Das kommt aber ein bisschen stark von der Seite. Geh nochmal einen Schritt zurück. Ah, perfekt. Und jetzt drehst du dich nochmal ein kleines bisschen nach rechts, so 30 Grad. Das waren 15, ne? Es ist perfekt. So, und jetzt weißt du was? Da. Ziehst du den mal an. Muss Platz im Inventar machen, sonst wird das. Immer nichts. Noch. Sagen Sie mal, was du machen hast Sie ja eigentlich? Nee, es geht. Es geht. Dann machen wir es jetzt mal schnell.
So, und das muss ich jetzt wohl auf einen dieser komischen Inventarplätze hier legen. Den Kopf wohl. Gott, das sieht ja scheiße aus. Ja, das kommt ungefähr hin. Das sieht ja richtig kacke aus. Warte mal, hier mit Angel. Warte mal, so. Kann ich jetzt zubeißen? Mein Spiel mochte gerade nicht, dass ich einen Screenshot mache. Ja, lassen wir das auch. Das ist alles. Ich finde das sehr, sehr cool. Mit der Angel vor deiner Nase. Ja, guck nochmal so nach unten ein bisschen. Oder noch leicht höher? So, warte mal, diese Möwe interessiert sich für die Vogelscheuche in der Tat. Es funktioniert, guck mal. Ja. Dass der Kerl einmal ruhig hält. Ja, und was macht die jetzt mit der Vogelscheuche? Kaputt. Den Arm ab, ich werd bescheuert. Ich glaube, die Vogelscheuche lenkt nur ab. Während der Zeit, die da dran rumnagt, ja, sollte man wohl auf die Möwe schießen, Matze. Mit dem Pfeil- und Bogen-Set. Pfeil- und Bogen-Set. So hat das auch in den Kommentaren gestanden. Ach Gott, das geht mir jetzt schon auf den Keks. Wo ist ein Wasser? Hilfe, ich sterb gleich. Es ist so. Es macht wirklich Spaß. Ja. Jetzt noch was zu essen und dann bin ich doch bald glücklich. Ja. Hier, guck mal, davon haben wir doch. Das können wir auch da noch dazu tun. Die Farben mit mir rum, aber egal. So, dann gehe ich mal mich. Wo soll ich denn dieses Hai-Dingenskirchen hinlegen? Auf den Kopf. Achso, ich wollte eine Axt bauen. Nö. Was brauchen wir denn für die Axt? Moment, wo ist sie? Da brauchen wir Bolzen. Da brauchen wir Schrott und Seil. Schrott? Oh, Schrott haben wir gar nicht mehr so viel. Nee, aber wir sind ja an einer Insel. Naja, wir müssen jetzt tauchen gehen nochmal. Ich habe meinen Bogen gar nicht im Inventar gehabt, sowas aber auch. Nee, wofür auch? So. Huch. So, hier dieses mit diesen Kisten, das macht mich auch alles ganz kirre. Ach, Scharnier habe ich auch noch. Hier, Scharnier. Ich höre eine Möwe. Matze? Dann ist sie oben und brütet. Sicher? Ja, ich stehe hier neben, hier ist keine. Okay, die klang so angriffslustig. Geh mal vorsichtig gucken. No. Ich habe aber auch keine gehört. Also ich habe sie ganz deutlich gehört hier oben. Keine Ahnung, woher, warum, weshalb. Gehst du tauchen oder... Ja, nicht, wenn es dunkel ist. Achso, wollen wir profen erstmal? Erstmal das und wir brauchen einen Haiköder. Mhm. Oder haben wir den noch? Das weiß ich nicht, nur einen vorproduziert hast. Ich habe keine gemacht. Doch, nee, Hai-Trophäe. Aber kein Haiköder. Dafür müssten wir erst angeln. Das ist eigentlich ziemlich boring. Das könnte man mal im Off machen. Ach Quatsch. Angeln ist immer spannend. Ach so? Kommt doch immer das Falsche bei rum. Dann angel ich mir jetzt mal einen Wolf, weil der Hai ist hier schon am Start, der wartet schon. Der ist schon wieder da. Ich habe ihn noch gerade erst getötet. Eine never-ending Story mit dem. Was ein guter Hai ist, hat halt 7 Leben, ne? Hoher Hering. Das ist ja genau das, was du brauchst. Und die Brasse war das, gell? Weiß ich nicht. Habe ich nie im Kopf. Almsamen. Oh, Makrele. Mango geht ja da auch nicht rein. Eigentlich. Bock euch nicht. Eine Seebrasse. Perfekt. Siehste. Kommt doch was. Wo ging das lang nicht mehr? Fisch, oh, hi. Hatte ich nicht erst in der letzten Folge einen neuen Speer gemacht? Der ist auch schon wieder fast hinüber. Das ist möglich. Oh.
Ah, Möwe. Möwe. Lass doch, das geht doch nicht. Ich wollte doch abschießen. Ja, bis du den Bogen raus hast, im wahrsten Sinne. Oh Mann, ey. Ist die Scheuche verscheucht. Verscheucht. Ja. Möft. So. Matze hat den Bogen Köder. Oh, der war unnötig. Der war ganz unnötig. Was ist das denn? Oh, Ananas. Ja, ja, ja. Njam, njam, njam. Jetzt wieder Seil. Das habe ich gerade erst in die Kiste getan. Ja, was machst du so heute, Matze? Genervt sein. Ach so. So, es ist hell. Ja, mittlerweile ist hell. Den Tag zu verlängern. Hm? Nix was. Alles gut. Ich habe eine Frage gestellt und ich hätte gerne Antwort. Achso, ich hab keine Antwort. Ich habe keine Frage gehört. Bitte was? Nee, weil du auch nichts weiter zu tun hast, als dich lustig zu machen. Nein, würde ich nie tun. Was denn? Wollen wir nochmal schlafen, um den Tag zu verlängern? Wie? Es ist doch gerade erst hell geworden. Springen ja, gut, sie endlich ins Wasser. Jetzt. So, hier hoch. Ich habe aber auch keine Taucherflasche und gar nichts. Ich mache jetzt trotzdem. Wo sind die hin? Weiß ich nicht. Kaputt gegangen, glaube ich. Ach was. War doch alles runtergenudelt. So, das geht da noch rein. Irgendwie fehlt hier was. Egal. Was macht denn der Hai da hinten? Achso, das ist am Köder. Oh, ich hätte jetzt beinahe gehabt. Alles gut. Die Möwe mag die Scheuche. Das ist gut, dann mach was dagegen. Ja, habe ich gerade. Ja, na gut, dann gehe ich jetzt auch mal tauchen, weil... Das ist echt schwierig jetzt ohne die Flasche. Och, ging doch vorher auch. Ja, aber du kriegst nicht so viel. Hauptsächlich braucht man ja Schrott. Und der liegt ja direkt immer oben. Ja, ja. Ja, Metall haben wir noch ganz gut. Achso, ja gut. Könnte man schon auch noch gebrauchen. Aber mal gucken. Ich weiß nicht, was man... Wir müssten mal schauen, was man für dieses Dingenskirchen da brauchen. Für das Funkgerät. Vermutlich alles, oder? Keine Ahnung. Hab noch keins gebaut. Wie? Ich kann mir vorstellen, dass man da Sand braucht. Silizium, Leiterplatten, irgend sowas in der Richtung. Keine Ahnung. Aber mal schauen. So, schwupp. Ah, da taucht jemand. Der Schrotttaucher. Der Nick wieder hoch hier. Wenn man keine Luft hat. Aua, aua, ha, 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 ha. Hopp. Was Taxi. War das? Ah ja, was wohl? Hi. Ist er schon wieder da? Scheinbar. Na gut, solange er mich in Ruhe lässt, ist mir das ja wurscht. Ja, ich bin jetzt raus. Also insofern könnte sein, dass er zu dir kommt. Das ist Stein, hier ist Lehm. Also wirklich viel Schrott habe ich nicht. Ach doch, da, 12. Immerhin. Der Sauerstoff. Oh, da haben wir eine Palme vergessen da drüben. Nee, also viel Schrott ist es nicht hier. Wie gesagt, ich hatte 12, hatte ich eingesammelt schon. Oh, hier muss ich nochmal atmen gehen. Wenn ich hier nochmal runtergehe, kommt noch Kupfer und so.
Ich glaube, Kupfer können wir da nämlich viel gebrauchen. Achtung, Hai. Ach ja? Oh ja, ich glaube, Kupfer weiß. Ich gehe gerade mal gucken, was wir brauchen. Aua, sag mal. Hat der überhaupt nichts gesehen? Ist er tot? Ja. Was? Hat einen Abgang gemacht. Hat mich gebissen. Ich habe mich gehauen. Also, er dürfte leben. Ja, er lebt. Gehe ich mal schnell hoch. Mit meinem Leben ist nicht mehr weit. Und lieber Rohstoffe sicherstellen. So, mein Speer ist weg. Das? Hast du deinen Speer hier reingetan, Matze? Nein. In die Kiste? Nee? Okay, dann ich habe meinen im Inventar. Habe ich den irgendwie aus Versehen da reingeschmissen, scheint's. Gut. Dann, wo finde ich denn das? Wo findest du was? Das. Was, das? Ah, da, der Empfänger, der ist unter Segel. Empfänger braucht blanke Kunststoff, Leiterplatte und Scharniere. Und Leiterplatten brauchen Kunststoffkupferbarren und diese Klipper. Klipper haben wir noch. Scharniere haben wir noch. Kupfer schmelzt sich gerade mal ein bisschen ein. Mach mal. Ich habe gerade alle meine Metalle und Kupfersachen auch in die Kiste gelegt, was ich habe. Mhm. War der Dreckshai. Oh, jetzt muss ich aber dringend. Darf mich nicht noch einmal beißen. So, jetzt muss ich irgendwie erstmal regenerieren. Also, ich glaube, Kupfer sollte da links sein, oder? Nee. Ich habe das erstmal irgendwie geräumt, eben, damit ich schnell wieder runter kann. Also, Kupferbarren haben wir, den Clipper haben wir auch. Den haben wir rechts. Und Kunststoff haben wir sowieso. So. Dann ist die Leiterplatte hergestellt, die müssen wir deren 2 machen. Dann den Empfänger, da bräuchte ich jetzt noch Scharniere. Sind noch 6 Stück hier drin? Ja. Herstellen, Empfänger. So, wir haben einen Empfänger. Und dann brauchen wir noch eine Antenne, dann brauchen wir Schrott, Leiterplatte und Bolzen. Bolzen haben wir noch einen, Schrott haben wir sowieso, Leiterplatte kriege ich glaube noch genau eine hin. Dann mal gucken. Jawohl. Dann haben wir das. Was brauchst du für die Leiterplatte? Kupferbarren war das Wichtigste, der Rest ist Klipper und so. Ja, so, und jetzt also das ist doch eigentlich alles ziemlich billig, wenn man mal ganz ehrlich ist. Verdammt, jetzt fehlt ein Kupferbarren, aber der schmilzt ja da hinten. Zack, da sind sie auch schon. So, und dann Antenne, Schrott noch. Es ist eigentlich, ja, also es geht. Es ist insofern, dass du halt insgesamt 3 Leiterplatten brauchst, schon was Kupfer betrifft, recht üppig. So, kommst du mal in unser Kabuff? Nee, ich habe gerade außersehen mein Trinkwasser weggekippt. Ja, das macht Sinn. Und bin auch bald durstig. Oh. Ich dachte, ich müsste das auf den Tisch stellen. Nee, okay, dann machen wir das jetzt hier. Wo können wir denn den Empfänger schön hinstellen? Ach, schon auf den Tisch, dachte ich. Ja, der hat einen eigenen Tisch, deshalb war ich gerade so irritiert. Oh, hier so. Schön denn in die Ecke da. Ah? Oh, schön, das ist eine Mikrowelle. Ist eine Mikrowelle, so sieht's aus. Ja, kann ich da jetzt auch im Fertiggericht so ein bisschen convenient Batterie benötigt, machen? Oh. Eine Batterie bräuchte man noch. Da. Kupferbaren Kunststoffschrott kann ich out of the box herstellen. Zack, haben wir. So, Batterie benötigt. Und jetzt? Habe ich eine Batterie in der Hand. Und jetzt? Junge, du wirst doch mal die Batterie da reinkriegen. Ja, hast du die? Schau mal in meine Hand. Ja. Und in die Mikrowelle reinstellen. Kann ich die platzieren einfach irgendwie? Nee. Batterie benötigt. Kannst du mir ja gleich mal droppen, dann kann ich mal gucken. Fischhai, ja. Aua, böse. Hat der irgendwie. Ah, hier. Ach Gott. An einer Stelle seitlich kannst du die Batterie platzieren.
Hier, kommst du her? Vielleicht noch besser als gar nicht. Upp. Das war ja auch ein professionelles Batteriefach. Erfordert mehr Höhe. Ja, gut, du hast es auch unter das Dach gestellt, ne? Ja, musst du halt auch mal richtig machen. Wie soll das gehen im geschlossenen Raum hier? Da ist eine Antenne dran. Da ist eine Antenne dran, aber von Funktechnik noch nie was gehört, hä? Oh. Hier ist eine Möwe im Nest. Wir haben immerhin eine Feder. Ja, gut gemacht. Ja, die Feder war genau das, weswegen wir das hier gemacht haben, weil wir keine Federn mehr haben. Richtig. Oh Mann. Ach, oder hätte ich die Antenne platzieren müssen? Warte mal. Sanftes Drehen. Wir bewegen den Tisch durch sanftes Drehen. Ups, entschuldige. Ja. Huch. Wie sieht denn das aus? Ich möchte nicht darüber reden. Ist jetzt ein FSK 18 Video geworden. Bleib mal kurz so stehen. Ja, das geht gar nicht. Zu nah am Empfänger, die Batterie. Leck mich doch am Arsch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir das hier bestimmt irgendwie hinbekommen. Bis dahin, macht's gut und ciao. Und eine halbe Stunde im Off jetzt rumprobieren. Nein, ich muss es jetzt nur anders hinstellen. Bis dann. Ja, tschüss.